Ich hätte euch ja gern gezeigt, wie ich das mit der Airbrush mache, aber mir fehlt im Augenblick die Absauganlage und deswegen machen wir das jetzt draußen. Wir nutzen hier für den Tamiya Surface Primer L in Grau und haben hier unsere vorbereitete und festgeklebte Karosserie. Ich habe die Karosserie auf der Heizung vorgewärmt und das hier im Wasserbad, also wirklich so das heißeste Wasser, was aus der Leitung kam, 10 Minuten die Dose eingestellt, die ist jetzt schön handwarm. Wir sind hier draußen, wir haben, weiß ich nicht, 2 oder 3 Grad und ich hoffe, das wird jetzt funktionieren. Wir arbeiten mit kleinen Sprühstößen, um möglichst wenig von dem Primer aufzutragen, aber trotzdem darauf achtend, dass wir irgendwie deckend werden. Und dass wir auch alle Stellen erwischen, die nachher sichtbar sind. So zum Beispiel die ganzen Radläufe. Das ist im Übrigen auch das erste Mal, dass ich mit diesem Primer von Tamiya arbeite. Hier kann ich aber schon sagen, dass mir die Farbe gut gefällt. Das ist klar, es ist nur ein Primer, aber das kommt meiner Meinung nach schon ziemlich gut. Er deckt prima. Wir haben ein ziemlich starkes Durchbluten dieser schwarzen Linien, das meiner Meinung nach gar nicht weiter tragisch ist. Was uns nachher hilft, die Türlinien darzustellen. Wenn sie halt nach dem Gelb lackieren noch ein bisschen sichtbar sind, ist das nicht so das Schlimme oder nicht das Schlimmste, was es gibt. So, damit soll es schon gut sein und dann melden wir uns gleich wieder zurück aus meinem Bastelzimmer. So, da sind wir nun wieder zurück an meinem Bastelplatz. Die Karosserie ist mittlerweile, naja, ich sag mal getrocknet. Sie ist auf jeden Fall grifffest. Die schwarzen Streifen hätte ich mir gewünscht, dass sie nicht so dunkel bleiben. Aber gut, das werde ich jetzt mal so lassen. Einfach um zu gucken, wie es aussieht, wenn die gelbe Farbe drüber kommt. Wir haben auch hier vorne in der, sieht man das? In der Schürze hier vorne nochmal einen kleinen schwarzen Punkt oder zwei, die sich aufgetan haben, wo ich einfach im Vorfeld schlecht geschliffen habe. Auch das werde ich jetzt erstmal so lassen, in der Hoffnung, dass das die gelbe Farbe abdeckt. Auf der anderen Seite, so ist es ja gar nicht so wild. Ich versuche das jetzt einfach. Ich werde hier nicht auf Zero Paints oder Zero Paints oder irgendwas zurückgreifen. Ich habe mir ein bisschen selbst was angemischt. Einmal habe ich genommen hier Tamiya Lemon Yellow X8 und ich habe genommen Clear Orange X26 und habe das so ein bisschen freihand gemischt und das ist der Farbton, der dabei rausgekommen ist. Ich werde den jetzt mal auftragen und schauen wir mal, wie es aussieht. So, 7, 8, 9, 10 oder ich weiß nicht wie viele Lackschichten später. Also gelb ist ja schon eine undankbare Farbe. Aber gelb
dann noch ziemlich arg verdünnen und noch mit einer Klarfarbe zu mischen und das Ganze dann auf diesem doch relativ dunklen Primer aufzutragen. Das war nicht so schön. Ja, ich wollte dieses Gelb halt eben auch nicht so leuchtend haben, sonst hätte ich es auch mit Weiß grundieren können. Aber ja, was soll ich sagen? Also ich bin mit dem Farbton so ganz zufrieden, auch wenn das fast mehr so ein Senfgelb ist. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. So vielleicht, ne? Auch die schwarzen Linien gefallen mir jetzt wieder sehr gut, weil sie doch sehr dünn sind. Nicht so, wie ich es zuerst vermutet hatte nach der Grundierung. Wirken sie doch jetzt filigraner als vorher. Das wäre so für mich in Ordnung. Ich werde die jetzt mal 2 Tage durchtrocknen lassen. Und je nachdem, wie ich dann die Zeit finde, mit den Deckels anfangen. Halt, stopp. Also bevor wir hier irgendwelche Deckels jetzt aufbringen, müssen wir natürlich noch die Sekundärfarbe aufbringen. Sekundär, ich zeige euch das mal, ist in diesem Fall das Schwarz. Hier unten am Schweller entlang. Und eben auch das auf der Motorhaube, weil da auch Deckels drauf kommen, beziehungsweise einige Deckels, so wie das Silberne hier an der Seite, eben auf beiden Farbbereichen drauf liegen. Und da macht es einfach Sinn, dieses Schwarz vor der Bedeckelung zu lackieren. Und das wollen wir jetzt eben mal machen. Also das ganze Ding maskieren und vorbereiten für die Lackierung der zweiten Farbe. Wir schauen uns jetzt dazu aber erst noch mal an, ob wir nicht vielleicht doch dieses Schwarze als Deckel sogar dabei haben. Wir sehen hier einmal diesen Bereich auf der Motorhaube. Ja, das ist das Dach, okay. Das heißt, hier können wir das weglassen. Allerdings die schwarzen Streifen unten am Schweller sind schon erforderlich und die maskieren wir uns jetzt. Eine genaue Anleitung für die Linienführung gibt es hier nicht. Im Gegenteil, eigentlich hat Revell in der Anleitung sogar leicht falsch dargestellt. Hier ist nämlich nur die Lippe schwarz und an der Seite auch nur diese Schwellerlippe, möchte ich sie mal nennen. Und bei der Bedeckelung am Ende des Fahrzeugs, also am Ende der Anleitung, ist dann hier auf einmal ein schwarzer Streifen, dieser schwarze Keil. Hätte man in der Anleitung besser machen können, / müssen. So müssen wir das jetzt eben uns irgendwie ausdenken oder abgucken, wo genau dieser Streifen sitzen soll. Und können eben froh sein, dass uns das noch aufgefallen ist, bevor wir alle Deckels aufbringen wollen. Ich mache eben die Karosserie von dem Halter mal runter. Ich habe die mit so ein bisschen Tesa oder Kreppband oder was das auch immer war, hier festgeklebt. Und weil ich so dicke Finger habe, komme ich da nicht vernünftig rein. Und deswegen nehme ich hier die Pinzette und das klappt aber auch nicht. Und ach. So. Weg damit. Karosserie runter. Jetzt schauen wir uns erstmal an, ob wir irgendeine Form von vorgegebener Linie haben, die wir eventuell nutzen können. Und da sehen wir schon, dass das ganz, ganz schlecht aussieht. Das wird wohl nicht so einfach werden,
Ich hätte hier gehofft, dass man eine Linie annehmen kann. Hier am Seiten, an der Seitenpartie kann man diesen Knick annehmen. Ich weiß nicht, ob man, ja, den sieht man ganz gut. Diese vordere Falz von dem Knick ist wohl hier ausschlaggebend für die Linienführung. Am Heck, es ist echt nicht zu erkennen. Dann rufen wir uns mal ein, zwei Referenzbilder auf. So, und wenn man jetzt hier davon ausgeht, dass dieser schwarze Bereich dieser Bereich hier unten ist, und dann wird hier seitlich nichts mehr geschwärzt. Also haben wir an der Seitenpartie diese Falz hier als vorgegebene Linie. Das ist schon mal viel wert. Da haben wir wenigstens irgendeine Orientierung. Und im vorderen Bereich müssen wir einfach irgendwie abschätzen. Man sieht hier vorne, ich hole euch mal ein bisschen ran. Man sieht hier vorne, dass dieser Bereich hier, von hier bis hier, also bis in diesen Knick rein, nicht ganz halbiert ist von dem schwarzen Streifen. Und dann eben wahrscheinlich in einer Flucht nach hinten geht in diesen anderen Streifen über. Gut, wollen wir das mal versuchen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich nehme dafür mal mein Tamiya-Tape. Ich bin halt so ein Vogel, ich lege das immer hin. Und wir haben drei Hunde und da sind immer Haare dran. Immer, immer, immer. Ja. Ich kann es nicht ändern. Ich muss halt beim Arbeiten dann darauf achten, dass keine dran sind. Oder ich mache es einfach so. Ich nehme jetzt für diese Arbeit einfach das hier. Das ist nämlich sauber. Da ist nichts dran. Und das ist in dem Ding. Und dann ist gut und alle sind glücklich und ich auch. Und das Risiko, dass wir uns etwas versauen, ist um einiges geringer. So, wir nehmen uns jetzt als erstes mal die Seitenpartie vor. Kann natürlich sein, dass jetzt der 6 mm breite Streifen zu breit ist. Dann müssen wir noch mal mit etwas kleinerem arbeiten. Jetzt zum Beispiel, also wirklich so eine Kante, wo wir das reinkleben müssen. Da müssen wir jetzt darauf achten, dass wir erst an der Farbkante kleben und dann in den Winkel rein. Sonst wird diese Linie schief und krumm und das wollen wir ja nicht. Da, wieder zu früh umgeklappt. So, das war ja schon mal relativ einfach. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite gleich nochmal.
So, hier wieder diese Stufe, an der wir zuerst an der Farbkante entlang arbeiten und dann, wie das nachher hier oben aussieht, ist nahezu egal. Da müssen wir jetzt sowieso noch weiter abkleben, dass die Karosserie geschützt ist. Zuerst machen wir uns jetzt mal Gedanken hier vorne drum. Und zwar müssen wir hier diesen Bereich quasi, also von hier bis runter auf die, ich glaube, so sieht man das ganz gut, diesen unteren Bereich hier, von hier bis runter auf die Lippe, uns quasi nahezu halbieren. Das muss nicht ganz genau sein, aber umso besser, desto gut. Hier nehme ich jetzt erstmal schmaleres Abklebeband, um zu gucken, ob ich da irgendwie mit klarkomme. So, was soll ich sagen? Das sieht ganz gut aus. Ich nehme jetzt mal so einen Q-Tip, um das hier so ein bisschen anzustreichen. Wie das nachher hier drinnen aussieht, ist völlig egal. Weil hier sowieso noch ein Teil reingeklebt wird, das nachher diese Farbunterschiede und alles abdeckt. Das ist also jetzt im Augenblick zu vernachlässigen. Das hat beim ersten Mal schon so gut geklappt. Da möchte ich euch gleich mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Also ich habe einfach hier drinnen angesetzt und dann festgehalten mit dem Zeigefinger. Die erste Kante muss nicht so sauber sein, aber ich kann jetzt hier schön steuern, wo ist der erste Auflagepunkt, und dann gehe ich einfach in einer Flucht, in einer Linie, lege ich das Klebeband einfach ab. Zack, und das war's. Jetzt haben wir hier vorne noch diese Stufe drinne. Das ist aber kein Problem, da können wir hier das Klebeband einfach nochmal anlösen und legen das jetzt um die Kurve drumherum hier, nach innen rein, zack, das war's, und drücken das nochmal mit dem Wattestäbchen fest. So, jetzt haben wir uns quasi den Bereich, der schwarz werden soll, einmal abgeklebt, aber so können wir ja noch nicht sprühen, wir müssen ja den Rest der Karosserie auch noch irgendwie abdecken. Wir haben jetzt hier mit relativ feinem Klebeband gearbeitet, um eben die Linie ziemlich genau zu treffen, wo wir hinwollen, damit uns keine anderen Konturen stören. Jetzt können wir mit einem bisschen größeren Klebeband arbeiten. Wichtig ist halt nur, dass wir irgendwie dicht werden, dass uns der Farbnebel nicht unter das Klebeband fliegt und uns das Modell irgendwo versaut, wo wir das nicht haben wollen. Nehmt euch dafür lieber ein bisschen mehr Zeit, klebt flächiger ab, das ist alles nicht schlimm, das zieht ihr nachher sowieso alles wieder runter. Wichtig ist halt, dass dieser Sprühnebel nirgendwo durchkommt. Lieber nochmal ein bisschen genau gucken, lieber nochmal irgendwo ein Fatzen Klebeband zusätzlich hinkleben, als wie zu denken, ach, hier brauche ich ja nicht, da ist das nicht so wichtig. So wie hier jetzt, hier klebe ich jetzt lieber nochmal einen schmalen Streifen drauf. Lieber so, wie nachher blöd gucke und schwarzen Nebel auf dem Modell haben. Das können wir nicht gebrauchen. Wir fummeln ja hier nicht umsonst stundenlang rum, um irgendwie ein ansehnliches Ergebnis zu bekommen.
Hier muss das Kleeband auch nicht irgendwie sauber aufliegen oder so. Wichtig ist halt nur, und ich kann es immer wieder nur betonen, dass dieser Farbnebel nirgendwo durchkommt. Also guckt, dass er hier vernünftig auf dem anderen draufklebt. Ob das nachher alles gerade auf dem Modell aufliegt oder so, das ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass dieser Nebel nirgendwo durchkommt. Der sucht sich seinen Weg, immer so, egal, wenn ihr noch so denkt, ich habe alles dicht, der findet seinen Weg durch die kleinste Lücke. Deswegen guckt lieber 5-6 Mal ganz genau hin, ob alles dicht ist. Es kostet uns hier nichts außer Zeit, ein bisschen genauer zu arbeiten. Das ist alles nicht schlimm. Außer ihr habt Termindruck, aber dann ist das wieder was anderes, glaube ich. Klebeband angeklebt und schon ist hier oben wieder eine kleine Nase frei. Das wollen wir nicht, deswegen klebe ich die nochmal zu. So, jetzt gehe ich, nachdem ich alles abgeklebt habe, gehe ich nochmal rum. Guck mir das alles nochmal an. Bin mir auch nicht zu schade, hier irgendwo nochmal nachzuarbeiten. Wie gesagt, das Klebeband kostet zwar Geld, aber bitte nehmt euch die Zeit. So. Dann würde ich sagen, haben wir unsere Maskierung fertig. Dann können wir das jetzt schwarz sprühen und wollen mal sehen, ob das denn auch alles so richtig maskiert war. Ich nehme hier ein einfaches Schwarz, da ich heute wahrscheinlich eh nicht mehr zum Diekeln komme, habe ich ein glänzendes Schwarz nehmen, weil ein glänzend einfach ein schönerer Untergrund für Diekels ist. So, ich hoffe, ihr hört mich noch. Kompressor arbeitet ein bisschen im Hintergrund. So, da haben wir unsere Farbe dann spritzfertig. Ab in die Airbrush damit. Das soll es auch schon gewesen sein. Wir können ja auch nochmal nachlegen.
Aber dann wollen wir uns die Sache mal schmerzen. Zack, zack, sauber. So, nach diesem doch nicht unerheblichen Farbunfall, der daran begründet ist, dass ich die Airbrush nicht vernünftig sauber gemacht hatte beim letzten Mal. Es ist Gott sei Dank nichts weiter passiert. Dem Modell geht's gut. Es ist ein Spritzer auf die Maskierung gekommen, dass es nicht weiter wild. Sowas ist ärgerlich, kann schnell wirklich bitter werden. Ich hatte hier Glück gehabt, Gott sei Dank. Es war mir eine Lehre, also in Zukunft werde ich ein besseres Auge darauf haben, wie ich meine Airbrush reinige. Diesbezüglich werde ich auch sofort mein Video, was ich dafür schon mal gemacht habe, offline nehmen. Das kann ich so nicht mehr vertreten. Egal, jetzt geht's weiter an der Karosserie. Wir versuchen es ein zweites Mal. Farbe ist drin. Kompressor ist geladen. Feuerfrei, würde ich sagen. Ne? So, wir haben hier ein bisschen, also echt fiese Kanten, wo die Luft nicht so hinströmen will, wie ich mir das wünsche. Deswegen müssen wir hier so ein bisschen rumprobieren und rumdoktoren. Also da gibt es echt angenehmere Stellen, die man lackieren muss. Ich versuche immer nur so dick zu lackieren bzw. die Farbe so dick aufzutragen, dass sie eben keine Chance hat, unter das Klebeband zu laufen. Also ich lackiere sowieso niemals so dick, dass es irgendwelche Läufer geben könnte. Da habe ich viel zu viel Schiss davor, deswegen höre ich lieber vorher auf und mache das in mehreren Schichten. Aber unter das Klebeband läuft es doch relativ schnell und da versuche ich auch immer irgendwie drunter zu bleiben, dass es eben, dass die Gefahr nicht so groß ist. Wichtig ist auch, dass wir sie jetzt nicht so abstellen, weil wir eben unten auch lackiert haben. Das wäre jetzt so ein bisschen kontraproduktiv. Also immer ein bisschen mit Bedacht da auch arbeiten. Wo fasse ich sie an? Wo kann ich sie abstellen? Dass euch da nichts passiert.
So, dann auch gerne nochmal in Ruhe in die Ecken gucken, ob ihr wirklich alles so erwischt habt, wo ihr auch hin wolltet. Hier sehe ich zum Beispiel, ist das Schwarz noch nicht ganz deckend und die Türkante schimmert auch noch so ein bisschen gelb. Und hier lege ich einfach nochmal ein bisschen nach. Auch ob der Glanz schon so für euch in Ordnung ist, könnt ihr jetzt nochmal checken und auch hier entsprechend nochmal nacharbeiten. So, ich glaube, das war es dann auch schon. Die legen wir uns mal andersrum hin, damit sie nicht auf dem schwarz lackierten drauf liegt. Airbrush mache ich gleich sauber. Ich schwöre, ich möchte jetzt nur noch mit euch zusammen eben die Maskierung auspacken, um uns das Ergebnis anzusehen. Und dann soll es das nämlich auch schon wieder von hier gewesen sein. Gerade bei der frischen Lackierung beim Entmaskieren ein bisschen aufpassen, dass ihr euch das Klebeband nicht in den frischen Lack reinlegt. Da wir auch wie bei fast allem mit ein wenig Bedacht arbeiten. Sonst ärgert man sich nachher, wenn man ungeduldig ist und dann eben irgendwelche Fehler macht, die vermeidbar gewesen wären. Ich habe so viel Farbe an den Fingern, ich werde jetzt dafür nochmal einen Handschuh anziehen, weil ich einfach nicht will, dass eventuelles Lösemittel, was noch in meinen Fingern oder an meinen Fingern dran ist, den gelben Lack nochmal anlöst oder dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Deswegen halte ich die Karosserie jetzt nur noch mit dem Handschuh fest. Wenn das alles ausgehärtet ist, ist das wieder was anderes. Dann habe ich auch wieder saubere Finger. Jetzt im Augenblick möchte ich das Risiko nicht eingehen und deswegen eben der Handschuh. So, Pinzette und dann gucken wir mal, dass wir hier auch irgendwie drankommen, ohne in den Lack reinzulangen. Aber man kann die schon ganz gut am Dach festhalten. Und bis jetzt, muss ich sagen, gefällt mir das, was ich da veranstaltet habe, sehr gut. Es ist nicht perfekt, aber ich glaube, in diesem Hobby gibt es wenig ist gar nichts, was perfekt ist. Ich glaube, wenn man nah genug rangeht und guckt, dann findet man bei jedem irgendwelche Fehler oder Patzer oder was auch immer. So, der letzte Fitzel Klebeband hier noch runter. Zack. Und hier sehen wir jetzt schön, was ich vorhin gesagt habe, dass es hier vorne nahezu, hier sind wir daheim, dass es hier vorne ziemlich egal ist, wie es in der Schnauze drin aussieht, weil da eh noch ein Teil reingeklebt wird. Aber ich bin mit der Linienführung sehr zufrieden, das gefällt mir gut. Auf der Fahrerseite bin ich noch ein bisschen besser als auf der Beifahrerseite. Hier gerade hier vorne diese Linie ist hier gut geworden. Hier geht sie ein bisschen nach oben zum Schluss. Aber das ist Jammern auf
auf einem Niveau, da will ich mich jetzt nicht drüber ärgern. Auch die seitlichen Streifen sind meiner Meinung nach sehr gut geworden. Wir haben hier keine Farbunterläufe und wir haben auch keinen Sprühnebel, der sich irgendwo reingearbeitet hat. Das soll es jetzt aber gewesen sein von der Bemalung der Karosserie. Im nächsten Video gehen wir also definitiv auf die Bedikelung ein, beziehungsweise werden gemeinsam die Dekels anbringen. Die lege ich jetzt hier oben wieder rein zum Trocknen. Und dann bleibt mir nichts zu sagen, als habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Modellbauhandwerker. Ciao.